Servus, hallo Leute. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute Mittag nutze ich mal das schöne Wetter, um noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Ich bin bei Oberkirch-Bottenau unterwegs und laufe jetzt zum Geigerskopfturm. Das ist eine schöne Erhebung. Man hat vom Turm selber einen herrlichen Blick runter auf die Stadt Oberkirch, auf das Renchtal, auf die ganzen umliegenden Reblandgemeinden. Man sieht auch bis zum Mooskopfturm rüber, wer ihn kennt. Also den Mooskopf, der liegt dann etwa doppelt so hoch von der Höhe. Nämlich der Geigerskopfturm liegt 435 Meter hoch. Man hat auch einen herrlichen Blick bis vor in die Rheinebene. Und bei guter Fernsicht natürlich dann auch zu den Vogesen im Elsass. Schauen wir mal. Das Wetter ist sehr sonnig heute. Und ich denke, da werden wir schon ein paar tolle Blicke haben. Ja, von hier aus hat man auch einen schönen Blick auf die Rebhänge hier und vor auf die benachbarten Regionen. Alles sehr schön bewaldet. Ja, es fängt alles schon an, schön zu blühen. Herrlich, wenn der Frühling so langsam erwacht. Und genau hier vorne in der Mitte ist dann das Schloss Stauffenberg zu sehen. Einfach nochmal richtig schönes Wetter heute. Muss man glatt ausnutzen. Der Geigerskopfturm selbst ist ja 20 Meter hoch, ist so in Regenbogenfarben bemalt, also da fällt schon relativ gut auf. Und es führt eine spiralförmige Treppe nach oben. Also für manche Leute wird es vielleicht nicht so einfach sein, da hochzukommen, die dann nicht so schwindelfrei sind. Aber ich denke, es ist alles machbar. Es gibt ja auch ein Geländer dabei. Also von da oben wird man dann wenigstens mit einem tollen Blick belohnt, wenn man dann die Stufen nach oben gegangen ist. Also wie gesagt, dürfte nur so eine 5,5 Kilometer Runde sein. Wesentlich länger dürfte es, glaube ich, nicht sein von der Bühlwegkapelle, wo ich gestartet bin. Das ist genau zwischen Durbach und Bottenau die höchste Stelle. Da führt eine Straße dran vorbei. Wie so eine kleine Passhöhe ist das. Und wenn man dann eben diese Kuppel, die höchste Stelle erreicht hat, dann ist man genau an der Kapelle angekommen. Da gibt es einen kleinen Parkplatz. Und von da aus kann man dann bequem starten und immer der gelben Raute folgen. Die führt einen dann direkt zum Geigerskopfturm. Wirklich klasse hier dieser Ausblick. Von dieser kleinen Unterstehhütte hier. Ja, man kann von hier schon tatsächlich bis in die Rheinebene vorsehen.
aber nur so schemenhaft. Ganz in der Ferne schillert auch ein Dach, aber das kann man hier auf der Kamera leider nicht sehen. Hier diese Hütte meine ich da. Sieht aus wie so ein Buswartehäuschen. Und hier geht es jetzt weiter. Ich schätze die letzten 800 bis 1000 Meter. Und dann werde ich auch schon da sein am Turm. Schauen wir mal, was wir hier für ein schönes Panorama haben. Ah, auch schön, ja, mit dieser Bank hier. Alles grünt und blüht. So ist das richtig. Sogar eine Wellenbank. Wer hätte es gedacht? Genial. Da ist dann vom Turm oben die Sicht noch viel besser. Was steht denn dran? Wie weit noch? Ah, doch noch ein ganzer Kilometer. Hier sind wir 386 Meter hoch und gleichzeitig noch auf dem Brennersteig unterwegs. Ist auch so eine schöne kleine Wanderung hier im Renchtal. Und schon geht es hier die letzten paar hundert Meter richtig kräftig bergauf, direkt zum Turm. So eine schmale Gasse führt hier hoch, aber ganz schön kräftezehrend. Und jetzt geht es den linken Weg weiter bergan, immer hoch. Und hier über mir, da befindet sich schon der Turm, sind noch etwa gut 50 Meter. Und dann bin ich auch schon dort. Und hier auch noch eine schöne große Hütte und ein toller Picknickplatz direkt davor. Ja, den Turm gibt es dann jetzt quasi schon fast 21 Jahre. Ja, ziemlich schmal hier dieser Aufstieg.
Also zu zweit nebeneinander hier hoch, das funktioniert nicht. So, und hier vorne in der Mitte könnt ihr wieder das Schloss Stauffenberg, das zu Durbach gehört, sehen. Auch eine sehr schöne Erhebung. Und hier in diese Richtung dann der Blick auf die Stadt Oberkirch. Viele Wanderwege, die hier eben auch vorbeiführen. Direkt am Turm. Und man sieht ja auch schon, wie farbenfroh das Geländer hier gestaltet ist. In allen Farben.
Ja, liebe Leute, das war es jetzt mit dem kleinen Drohnenflug hier rund um den Geigerskopfturm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich, wenn ihr bei meiner nächsten Tour wieder einschaltet, egal was ich unternehme. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.